Kulturelle Vielfalt. Puh. Gute Frage. Ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Da geht's schon mal los. Herausfordernd. Voller Chancen. Überraschend. Interessant. Bedrohlich manchmal. Normal. Bereichernd. Alltäglich. Inspirierend. Anstrengend. Aber macht auch Spaß. Immer da, immer anders. Vielfalt ist für mich auf jeden Fall meine Inspirationsquelle für alles. Was de Boer nicht kennt, das Fretti nicht, sagen die Eingeborenen hier. Ich sag, Liebe geht durch den Magen. Als ich damals zum Studium in den Süden gegangen bin, war ich ein Alien. Ich hab gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Döner, Schnitzel, Sushi. Mein Opa war Bergmann, mein Papa ist Busfahrer. Ich bin die erste in unserer Familie, die studiert. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich mich eingelebt. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft hier geworden. Ich mag das. Und wir mögen dich auch. Ich denke immer, mach, was du willst. Aber bei mir auf der Arbeit kommt es darauf an, dass man die Arbeit anständig macht. Natürlich führt Vielfalt auch zu Auseinandersetzungen, aber diese Auseinandersetzung muss man dann halt eben führen. Also wenn ich länger nicht in den Spiegel schaue, fühle ich mich tatsächlich als eine Deutsche. Aber sobald mich die Leute teilweise auf Englisch ansprechen, weiß ich, okay, ich gehöre irgendwie nicht hierhin. Letztens sagt eine Freundin zu mir, boah, du gehst durch die Fußgängerzone und siehst keinen Deutschen mehr. Da habe ich gefragt, wie erkennst du die denn? Klar hat jeder mit Vorurteilen zu kämpfen. Ich meine, wer kennt das nicht? Ich verlasse mich aufs Grundgesetz. Da stehen alle meine Werte drin. Ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. In Deutschland geboren und jeden Sommer zu den Verwandten nach China. Klar ist da eine Zerrissenheit, aber mittlerweile sehe ich das als eine Bereicherung. Raclette, Burger, Gyros. Ganz ehrlich, Vielfalt ist anstrengend. Aber was wäre die Alternative? Einfalt? Ich kam aus einer erzkonservativ-katholischen Familie. Und meine große Liebe, evangelisch. Oh, was hab ich kämpfen müssen gegen meinen Vater, gegen die Familie, dass ich meinen Mann heiraten konnte. Ich hab mich durchgesetzt. Mir ist doch egal, an welchen Gott Sie glauben. Hauptsache, Sie beten für Schalke. Viel arbeiten und nur nicht auffallen, das war für meine Eltern das Wichtigste, als sie mit mir im Bauch hier nach Deutschland kamen. Ich bringe meiner Tochter deutsche und polnische Traditionen bei. Bami Goreng. Na klar, wir drücken uns auf der Arbeit schon mal Sprüche. Ich bin der Macho-Pizza-Bäcker, der dir Sonnenbrillen zum günstigen Preis anbieten kann. Der Ali raucht Shisha und du isst Kartoffeln. Ich meine, was sich neckt, das liebt sich, sagen wir Deutsche doch. Mein Mann ist Spanier, meine Eltern kommen aus dem Iran, meine Kinder sind Deutsche. Familienfeste sind bei uns der reinste Kulturclash. Wir lieben Vielfalt. Naja, der syrische Familienvater ist mir doch so viel näher als irgendein AfD-Wähler. Leben und leben lassen. Mir ist das egal, wo meine Auszubildenden herkommen. Aber ich bin der Chef. Und da bestimme ich, welche Musik in meinem Betrieb läuft. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Im Thema Vielfalt geht es um viel mehr. Um unsere Grundwerte. Um unsere Demokratie. Um meine persönliche Freiheit. Ich will nicht, dass mir jemand vorschreibt, an was ich glauben muss. Oder wo ich lebe. Oder was ich essen darf. Wir müssen uns darum kümmern, dass Vielfalt gelingt. Ich versuche, die Unterschiede nicht aufzulösen, sondern auch mal stehen zu lassen. Relaxter Umgang halt. Das hilft. Vielfalt ist nichts Neues, aber Angst vor dem Fremden, vor Veränderung, die habe ich auch. Was uns zusammenbringt, sind persönliche Begegnungen, Liebe und Freundschaft. Insofern ist unsere Familie sowas wie der unspaltbare Kern. Wo ich auch hinschaue, sehe ich Unterschiede. Keine Spur von irgendeiner Leitkultur. Ich meine, Vielfalt ist doch unsere Realität. Wir müssen einfach damit klarkommen, dass wir alle unterschiedlich sind. Und am besten dabei feststellen, was uns verbindet.